Hallo Leute. Ich mag mit all meinen Phobien und meinem Reizdarmsyndrom ein eher untypischer Überlebenskünstler sein. Ich überlebe, weil ich auf Nummer sicher gehe und die Regeln befolge. Meine Regeln. Heute präsentiere ich euch Zombieland. Ja, worum geht es um Zombieland? Es geht um den jungen Herrn Columbus, der nach Columbus will. Die Charaktere heißen alle wie der Ort, wo sie hinwollen. Dabei trifft er auf den etwas verrückten Typen Tallahassee, der nach Tallahassee will. Sie schließen sich zusammen, weil es so ungefähr in dieselbe Richtung geht. Dabei treffen sie noch auf Wichita und Little Rock, zwei Schwestern, die vor der Zombie-Apokalypse Betrügerinnen waren und sich jetzt so irgendwie durchschlagen müssen. Die vier verstehen sich am Anfang nicht so gut, da es diese zwei Gruppen aus den Männern und den Frauen gibt. Doch sie schließen sich dann zu einer Vierergruppe zusammen und versuchen, ihr Ziel zu erreichen. Ob sie das schaffen können oder nicht, das erfahrt ihr in Zombieland. Ja, der Film ist von 2009 aus den USA und eine Horrorkomödie. Die Länge, die DVD geht 84 Minuten. Auf Netflix geht er 87 Minuten und laut Google geht er 88 Minuten. Ich habe die Netflix-Variante diesmal gesehen. Ich habe ihn auch auf DVD gesehen. Ich habe jetzt nicht erkannt, wo da der Unterschied war. Aber es ist auch schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. FSK ist ab 16, das Budget hat 23,6 Millionen betragen und das IMDb-Rating ist 7,5, was ja durchaus gutes Ergebnis ist. Ja, natürlich kann man ihn auf Netflix streamen. Der Direktor war Ruben Fleischer. Der hat zum Beispiel auch Gangster Squad oder die Venom-Filme gemacht. Hände hoch! Auf den Boden! Sofort! Jungs, ihr wollt das nicht tun, vertraut mir. Maske! Verstanden! Gut, wenn ich hören will, muss fühlen. Maske! Verstanden! Versuch, was ist das für ein Als Schauspieler haben wir Woody Harrelson, den kennt man aus 2012 und Natural Born Killers. Now you know the only thing that kills a demon. Love. That's why I know that Mallory's my salvation. She was teaching me how to love. Forgive you, baby. Yeah. It was just like being in the Garden of Eden. Only love. Kill the demon. How that thought. Wir haben Jesse Eisenberg, den kennt man zum Beispiel aus Die Unfassbaren und American Ultra. Something very weird is happening to me tonight, okay? And I don't know what it is, but I keep like killing people, okay? And there's a chance I may be a robot. Oh shit. Yo, wait, you got the fucking monkey virus. No, Rose, stop. Fucking go on quarantine, Mike. Rose, mm-mm, don't do that. Wait, that's a title. Quarantine, motherfucker! Damn! Come on! No, bitch! Rose, I'm sorry. Wir haben Abigail Breslin aus Little Miss Sunshine und Signs. Emma Stone aus The Interview, zumindest laut der Google Cast Liste soll sie da drin sein. Ich habe sie jetzt, habe dazu nicht weiteres gefunden. Und Crazy Stupid Love. Seriously? It's like you're photoshopped.
Ja, wir haben auch noch Bill Murray aus Caddyshack und der Ghostbusters-Reihe. Also ist ein sehr komprimierter Cast. Die vier Hauptcharakter plus Bill Murray. Was durchaus ganz nett ist. Lustig zu Woody Harrelson. Er wurde halt auch während der Dreharbeiten wegen des Besitzes von Bubats verhaftet. Und deswegen haben sich die Dreharbeiten um einen Tag verzögert. Das Drehbuch war auch erst als ein Fernsehpilot gedacht. Aber es wurde dann zu einem Kinofilm umgeschrieben. Zu dem Fernsehpiloten, was ja der Anfang einer Serie ist, habe ich gleich noch was. Der Direktor Ruben Fleischer wurde von Shaun of the Dead inspiriert. Ja, ich finde, das erkennt man durchaus, wenn man den Fakt weiß, aber jetzt schon so wird man jetzt nicht drauf kommen. Es ist halt ja auch eine eher komische, also lustiger Zombie-Film, der sich nicht zu ernst nimmt, so wie es ja auch Shaun of the Dead tut. Der Titel des Films sollte auch eigentlich anders heißen, er sollte eigentlich Another Day in Zombieland heißen. Was das Studio aber nicht so pralle fand dann später, weil sie dachten, ja, dann denken die Leute, vielleicht ist es ein Sequel. Ist jetzt nicht so pralle. Jesse Eisenbergs Charakter hat auch in dem Film Angst vor Clowns, was sogar noch eine größere Angst von ihm ist als die Zombies selber. Was lustig ist, da Jesse Eisenbergs Mutter früher mal ein Partyclown war, ob das ins Drehbuch eingeflossen ist, deswegen weiß ich nicht. Das stand da nicht. Aber könnte durchaus sein. Das ist durchaus lustig. Es ist auch der zweite Film von Bill Murray, der zweite Film von Bill Murray, wo er Bill Murray spielt, wo er sich selber spielt. Der erste war Space Jam von 1996. Ja, es gibt eine Buchreihe namens Tagebuch der Apokalypse. Da gibt es so eine kleine Anspielung drauf. Da es in dem Film einen gelben Hammer gibt. Ich konnte aber nicht rausfinden, ob das extra war oder ob das Zufall war. Weil es stand halt nichts dazu. Ich kenne es halt nur, weil das Buch, beziehungsweise ich habe das Hörbuch gehört und das Buch war von 2007, also vor dem Film. Deswegen finde ich doch, es ist möglich, dass es diese Anspielung war. 2013, so jetzt kommen wir Fernsehpilot. Fakt. 2013 gab es eine Serie namens Zombieland. Die hat einen komplett anderen Cast. Es gab nur eine Staffel und von dieser einen Staffel gab es auch nur eine Folge. Also es war wahrscheinlich eine sehr erfolgreiche Serie, sage ich da jetzt einfach mal, mit einer Staffel bzw. einer Folge, die jemals ausgestrahlt wurde. Es wurde nur gesagt, ich habe nur gefunden, dass eine ausgestrahlt wurde. Aber ob mehr gedreht wurde, weiß ich jetzt nicht. Hoffen wir es nicht. Das wäre nämlich ziemlich viel Arbeit in den Sand gesetzt worden. Ja, ich habe es auch nie vorher gesehen. Ich hatte es nur noch im Kopf, dass es wohl eine Serie gegeben haben soll oder geben wird. Aber nee, es gibt den zweiten Teil. Aber den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur mal im Fernsehen das Finale gesehen. Mehr leider nicht. Muss ich mir auch noch mal anzählen. Und es soll eventuell einen dritten Teil geben. Er ist nicht offiziell bestätigt. Aber durch Interviews mit der Cast und mit dem Regisseur ist halt schon ziemlich sicher, dass es einen dritten Teil geben wird. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ne? Deswegen, ja, Seiten erwartet ihn nicht so schnell, da er nicht offiziell im Dreh ist. Also kann das durchaus noch dauern oder vielleicht gibt es den auch gar nicht. Ich fände es interessant, wobei ich muss ja auch noch den zweiten sehen, deswegen weiß nicht, wie gut der war. Ich habe noch einen kleinen Fakt zu Bill Murray, der war ja in den Ghostbusters. Laut der Castliste auf Google sind alle vier der originalen Ghostbusters drin. Harold Ramis, Dan Aykroyd und Ernie Hudson sollen auch in dem Film sein. Ich habe sie nicht gesehen, also ich weiß es nicht. Wenn ihr wisst, wo die Cameos dazu sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe sie nicht gefunden. Ja, zu dem Film selber. Gemacht ist er sehr gut. Sehr viele praktische Effekte und alles, die sehen auch sehr gut aus. Ich habe in Google gesehen, bei Wikipedia, dass das Blut, was halt später digital eingefügt hat, die viele Leute nicht so gerne mochten. Mir ist es gar nicht so aufgefallen, nicht so stark, wie es zum Beispiel bei Hardcore Henry jetzt letztens war, dass da irgendwie groß CGI gemacht wurde. Ich finde,
Es ist halt sehr gut gemacht. Auch später im Finale gibt es eine Szene, die mit Greenscreen gemacht wurde, was man absolut nicht sieht. Also der Film ist qualitativ echt gut gemacht. Also wenn ihr auf Horrorkomödien steht, würde ich den Film absolut empfehlen. Wenn ihr auf Zombie-Filme steht, genauso. Er ist halt nicht so düster wie zum Beispiel Dawn of the Dead oder Land of the Dead. Land of the Dead ist jetzt auch nicht so der pralle Film, aber ich mag ihn irgendwo. Ich bin ja sowieso nicht so der Horror-Fan. Deswegen mag ich lieber solche Filme, die sich nicht zu ernst nehmen. Ja, und das war jetzt meine Review zu Zombieland. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss. Ja, also hier, Interview könnte ich auch mal machen. Ja, der ist auch ganz nett. Can we fire the gun? You think I tease you and not take you all the way? Really? Close that shit! Close the hatch! Okay, boom, boom, boom! Unser Planet hat eine Menge Probleme. Umweltverschmutzung, Überbevölkerung, globale Erwärmung. Und gerade als wir dachten, es könnte nicht schlimmer kommen, Zombies. Ich bin einer der letzten Nicht-Zombies. Das bin ich in meiner Heimatstadt. Ich weiß, sieht echt übel aus, aber hier war schon immer tote Hose. Ich habe bisher überlebt, weil ich mich an die 47 Überlebensregeln für Zombieland gehalten habe. Regel Nummer 8, Fitness. Zombies führen einen sehr aktiven Lebensstil. Solltest du auch. Und Regel 37, selbst mit den Hosen unten, immer die Knarre hochhalten. Und dann natürlich Regel Nummer 1. Such dir einen knallharten Partner. Wie ist dein Name? Tallahassee. Meine Mutter hat mir immer gesagt, irgendwann bist du in irgendwas gut. Ich glaube nicht, dass sie bei irgendwas an Zombies töten gedacht hat. Was denkst du, Zombie-Killer der Woche? Tja, der Titel ging diese Woche schon an Mr. Knickerbocker. Das Beste daran, einer der letzten Überlebenden auf der Welt zu sein, ist, dass Frauen plötzlich dich abschleppen. Wo fahrten ihr hin? Kalifornien. Da gibt's keine Zombies. Klar. Steht deine Schwester auf einem bestimmten Typ oder so? Sie steht eher auf die harten Jungs. Auf harte Jungs, ja, cool. Zombieland.